Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Unterhaltungsfernsehens, beziehungsweise Leute, die gerne bei YouTube rumgammeln. Und zwar werden wir mit euch heute mal ein bisschen GTA spielen. Und zwar bin ich und Thorsten heute dabei. Der Dade, der ist gerade verwehrt, Let's go. beziehungsweise hat noch nicht GTA für den PC, aber ich denke mal, der wird sich das demnächst auch nochmal holen. Und zwar planen Thorsten und ich, dass wir mit ein paar Freunden, vielleicht spielen auch noch mit Dade zusammen, die Heist durchspielen werden. Erstmal und vielleicht dann auch noch allgemein Los Santos unsicher machen werden. Dann müssen wir dann mal ein bisschen gucken, wie das so geplant ist. Oder wie ihr auch Bock drauf habt, müsst ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock drauf habt, müsst ihr einfach Bescheid sagen. GTA geht immer, kann man so sagen. So. Und joa. Ich hab vor, die Heist, damit ihr Bescheid wisst, in First Person mal zu spielen, ein bisschen. Weil so habe ich sie eigentlich auch schon gespielt, deswegen. Da waren ein paar Autos. Ich meine, es war mich gehupt hat und das Auto war bei mir im Boden. Bei mir habe ich die Motorhaube fliegen sehen. Die Spiel leckt so rum, ey. Dein Internet ist kacke, das ist es. Das ist Rockstar. Jetzt gib Gas. Ich habe schon 3 Stunden gebraucht, um die Scheiße zu installieren. Halbe Nacht. Hörst du mal auf rumzuschießen? Kein Wunder, dass wir ständig die Cops am Arsch haben. Ich war das nicht. Das sagt er immer wieder, ja. Dominik. War ich das jetzt? War ich das jetzt? Das weiß ich nichts von. Da, das Quick ist dann so. Oh Gott. Ich hab nicht geschossen, der Typ hat die Kugel gesehen. Das war ich nicht. Glaub mir. Lass mich mal fahren, du bist blöd dafür. Ich schieß dann auch nicht mehr, versprochen. Nicht. Ich musste die Mission schon auf der Playstation spielen und die ist immer noch scheiße. Ich spiele aber nicht schon wieder diese. Oh Mann. Ich muss schon wieder diese Scheiße mit den Circuits da machen. Alter, wir haben hier. Guck mal, wir haben was zu trinken. Hört mir jetzt erst auf. Hm? War das vorhin auch schon da? Die Cola-Dose? Die Cola-Flasche hier. Ja, die Cola-Flasche. Ist die Cola-Packung hier in der Mitte. Nö. Die ist neu, ne? Die war vorher noch nicht da. Cool. Wie schön, dass wir hier schon wieder rumstehen bei mir. Siehst du, die spektakulären Stunts halte ich nicht auf. Ja. Ups. Ja, jetzt habe ich Sprung gemacht und wir standen gegen die Wand. Ja, super, Dominik, hast du super gemacht. Nein, wir sind nicht gegen die Wand gefahren, wir sind gegen Auto gefahren. Und wir haben die Motorhaube verloren. Habe ich gemerkt. Guck mal, was ich in der Hand hab. Was ist in der Hand? Ich guck doch. Aber das Ding ist geiler, warte mal. Das ballert ja schon wieder rum. Nein. So. Das halte ich für gerührt. Dominik. Danke. Oh, danke! Läuft auf die Straße ab. Ich hab nicht geschossen. Ich hab gehört, ich darf jetzt nicht schießen. Also wir konzentrieren uns gerade weniger auf die High-Story, weil wir gucken uns das, glaube ich, gerade schon zum 10. Mal angefühlt. Ey, da ist jetzt diesmal ein anderer Arbeiter. Aber die gleiche Tante am Schalter. Wahrscheinlich hat Frank heute frei. Ich glaube auch, dafür haben wir Günther. Genau. Mein Charakter heißt außerdem Hansi. Wie hast du deinen eigentlich genannt? Was? Mein Charakter habe ich Hansi genannt. Mein heißt Ines. Lol. Du Arschloch! Du hast das Radio ausgemacht. Och Gott. Meine Fresse, ey, da fährt er mir einfach rein, der Penner. Hörst du mal auf? Was denn? Ich mach doch gar nichts. Er hat mir was gemacht. Hast du irgendwas gemacht? Hab ich gesehen, dass du nichts gemacht hast. Nein, da hab ich das noch gesehen.
Als wenn man da in der roten Kanone rumgeballert hat. Das hörst du da, oder nicht? Hm, Schüsse. Okay. Hör auf zu schießen, Thorsten. Ich schieß nicht. Hör auf zu schießen. Ich mach hier meinen Job. Oh, den hab ich glaube ich erwischt. Oh, Thorsten, ich hab gerade den Headshot gegeben. Noch ein. Oh, wir haben Sterne. Die ganze Scheiße hier nochmal machen muss, ne denn? Ups! Ich hab leider wieder überfahren. Hör mal, dass wir das ständig von vorne machen. Ich bin eingeblieben, ich komm nicht weg! Der Typ blockiert mich! Scheiße! Der Typ, Alter! Jetzt bin ich runter von ihm. Oder ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Kannst du mir jetzt mal deine Knarre wegstecken? Was soll ich? Genau. Hast du gesehen, wie man die Wege fühlt? Jetzt stehen wir bei mir hier mitten auf der Autobahn. LOL! 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 Was? Autos neben mir gespawnt. Auto sieht mittlerweile gar nicht mehr so gut aus. Was denn? Das sind zwei Motorradfahrer, die hole ich. Okay, einer nur noch. Doch, der andere ist auch noch da. Hab ich den aber rausgeschickt? Boah, gucken. Nee, der ist abgeflogen. Mir leckt das so ins Eck. Dominik. Ich schwör dir, ich rage quitte gleich. Hm, cool. Kann kein Quitte mehr machen. Okay. So, ich glaube, jetzt muss ich was am Handy machen. Dieses komische Snake-Spiel. Ja, ja, ist sicher. Hoffe ich. Warte mal. Ich halt gleich an, dann kannst du aufsteigen und laufen. Geht nicht mehr, ich bin gerade iPhone drin. So, das sieht man gerade zum allerersten Mal aus meiner Perspektive sogar. Oh ja, die letzten Male sind wir gar nicht erst weggekommen. Ja, als ich gefahren bin. So, den ersten Mal geschafft. Allgemein kann ich auch erwähnen, Thorsten ist zu blöd dafür gewesen beim ersten Mal. Na und? Ich hab's ja noch nie gemacht. Ja und? Eine Linie gerade auszuführen, das kriegt sogar ein Baby hin. Ich hab nicht zugehört, was ich machen soll. Ach so, ausgerechnet. Ich hab gedacht, ich soll die Dinger irgendwo verbinden da. Sollst du ja auch. Ja, aber nicht nur die Stecker. Ich dachte, ich muss über die grünen Dinger oder die Leiterplatten da. Na ja. So habe ich glaub. Okay, bei mir fahren ja die Autos durch die Tunnelwand durch. Ja, bei mir sind einfach vorhin irgendwelche Dinger gespawnt. Aber wir fahren hier in den Fußboden rein und durch die Tunnelwand. Das Spiel ist wieder super. Ja, sind noch ein paar kleine Kinderbugs, die noch rausgeholt werden. Kinderbugs? Anderthalb Jahre hatten die Zeit für die Scheiße. Wieso? Ich bin jetzt hier. Wieso gibt es erst ein paar Tagen? Mein PC. Ich bin da. Guck mal. Jetzt haben wir die Bullen wieder am Arsch, ne? So, bei mir ist jetzt die Landkarte weg. Ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll. Ich hab auch gleich verloren. Rechts rum. Ja, heißt es so am Rum. Der Polizei gefunden. Raus! Lukas! Oh, wir haben verloren. War das nicht? War ich das? Ich weiß von nix. Na gut, nochmal ein neuer Aufnahmeversuch. Nö! Nö! Ich hab nochmal abgebrochen. Das ist Laufen. Mehr Wurscht. Vorbei, dann hau dich! Völlig extra Versuch jetzt! In der Vorbereitung! In der Mission, die nichts zu.
aber ich hab bald keine Leuchtpistolenkugel mehr. Ich hab doch auch keine andere Munition mehr. Schau ich gleich meine Hex ein. Alle anderen Waffen wie 9099. Jetzt mach ich gleich How to Hack. Okay. So, 3, 2, 5, 7, 9. Und? Los. 12, 73, 72. So, und damit begrüße ich euch zu einem der neuen Let's Play-Projekte mit mir und dem Bufanda. Er hat sich dazu geopfert, was er eigentlich mittlerweile, glaube ich, schon bereut, mit mir GTA Online zu spielen. Beziehungsweise, wir wollen zusammen euch die Heist zeigen. Dann fangen wir gerade den ersten an, den zwei Spieler Heist. Kannst du mal bitte einsteigen? Hi, Lester. Ja, hi. Hi. Oh, ich habe ihn geschlagen. Hi, Herr Lester. Ja, wie geht's dir? Jedenfalls, wie schön, dass ihr bei mir noch am Platz steht. Ja, ich weiß. Wir sind auch nicht drin, Thorsten. Ja, so, okay. Wo kann ich denn los? Jedenfalls möchten wir mit euch GTA Online die Heist spielen. Und zwar. What the fuck? Wieso bist du gestorben? Aber du standst auf der Straße. Oh. Bei mir standst du noch am Bürgersteig. Dieses Scheißspiel. Mann, oh. Ich heule jetzt schon. Oh Mann. Ich heule jetzt schon. Mir ist warm. Muss mich gleich neu einladen. Wieso? Okay, naja, ist in Ordnung. Ja, ich dachte, das hätte aufgehört. Okay. 3, 2, 1. Hallo und gib's auf. Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt GTA Online. Macht, glaube ich, jeder, der gerade GTA sich schon gekauft hat und sich halbwegs intelligent anstellt, also nicht wir. Okay, nächster Versuch. Ich muss mal ganz kurz pinkeln, warte mal. Nein! Okay, dann nicht. Okay, pinkeln, jo. Nein, nein. 3, 2, 1, los. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Projekt mit mir und dem Bufanda. Und zwar wollen wir mit euch GTA Online spielen. Ihr habt eigentlich voraus. Nein. Ich kann ihn nicht abknallen! Ich kann das doch nicht abknallen! Ihr habt jetzt im Voraus eine kleine Collage gesehen. Von Fails, die war. Ey, ich hab das überlebt. Ich aber nicht. Ich gucke! Wie ich gucke! So. Wenn man im frustfreien Lauf. Nimmst du eigentlich immer noch auf? Ja. Machst du das, schneidest du das auch vorne weg? Ja. Das ist alles einfach laufen. Im GTA ist ja wohl das größte Backspiel, das es gibt. Sowieso. Kannst du mal bitte die Sachen stehen lassen? Gibt's eigentlich noch den Back oben am Berg? Mit den Schildern? Das müssten wir auch mal ausprobieren. Ja, bei der PlayStation 3 ist das so. Als wenn du an einem Apartment oben hinfährst, ist da auf einmal das Verkaufsschild 100-fach spawnt. Wollen wir mal ausprobieren. Gleich mal. Ich glaube nur, wenn da einer ist, der da wohnt. Das weiß ich aber nicht. Ich hab eine Granate in der Hand. Bossen? Warte mal. Du kannst auch die Autos gerne. Guck mal, deine Lieblingswaffe. Deine Lieblingswaffe, guck. Ich kann gerade nicht fahren. Ja, guck doch zu mir, scheiß drauf. Ich kann nicht zu dir gucken, ich brauche den Third Person. Ich weiß nicht, wer umschaltet in First Person. Hast du es gesehen? Bei mir guckst du noch aufs Handy. Ja. Okay, Arschloch! Kommt er nicht her? Musste das jetzt sein? Musste das jetzt sein? Was? Du hast mich nicht gesehen, jetzt einfach gesagt müssen, ja, ich hab's gesehen, dann wär's in Ordnung gewesen. Du wusstest, dass ich weiterschieße.
Ich glaube, ich habe nur 9 Kugeln da drin. Lass mich diesmal fahren. Dann schaffen wir das auch, glaube ich. Ich gehe jetzt aber erstmal pinkeln. Ja, ich mache diesmal keine Aufnahmekarte. Ich will das jetzt durchlaufen lassen. Okay, dann lass es dauern. Dann machen wir halt schnell unter mich. Oh Gott. Ich weiß, dass ich das. Ich weiß, dass wir das diesmal schaffen. Meinst du? Ja, ich weiß das einfach. Woran das wohl liegt. So. Ich habe auch keine Lust mehr nochmal 5000 Mal die Anmoderation zu machen. Juhu, wir lecken wieder. Aber ich lasse da mit Kindern, der steht nämlich bei mir noch auf. Bei mir steht er auch noch, beide Türen offen. Bist du gegen den Hydranten gefahren? Nein. Bei mir auf einmal der Hydrant da vorne weg ist. Warte mal, ich muss mal kurz, ich muss mal zur Person gehen. Ich muss mal Lester abschmieren. Er klebt bei mir so an der Tür. Bei mir steht er außen. Bei mir steht er, klebt an der Tür. Warte mal. Nein, der packt durch die Tür durch. Nein. Ja, lass das weg. Lester, hier bin ich. Einsteigen. Oh Mann. Einsteigen. Hopp. Ja, ich weiß, dass du behindert bist. Los, steig ein. Steig ein. Das Dorf dich diesmal. Cool. Wir stehen mit Lester zu Hause. Ich sehe euch. Ich hole dich ab. Und die Polizei ist unterwegs. Ja, scheiße, Hund drauf. Diesmal war das Spiel verpackt, das musst du zugeben. Bist du gegen Hydranten gefahren? Ja, auch. Und die Stromkasten? Ja, auch. Ich hab mich da versteckt und das Ding ist nur explodiert. So, steigt ein. Oh. Das war jetzt aber diesmal ein Bug, dafür kann ich nix. Das war diesmal ein Bug. Lester hat doch bei dir auch rumgepackt. Lester hat doch bei dir auch rumgepackt, oder nicht? Nicht? Doch. Siehst du. Trotzdem. Okay. Nochmal. 3, 2. Am Ziel. 3, 2, 1. Also ich kann so mal sagen, ich habe noch gute Laune, Thorsten ist schon am Heulen. Ich glaube, wir machen jetzt wirklich gerade 10. Versuch. Ich spiele jetzt diesmal wirklich mal ernst. Vielleicht haben wir diesmal wieder GTA-Bug einfach. Von beiden haben wir ja immer. Mir steht es so an der Straße, sei es, bist du im Auto. Ja. Und zwar nochmal. So, an sich möchte man mit euch jetzt GTA Online spielen. Und zwar haben wir mit Thorsten und ich vor, die Heist zu spielen. Erstmal. Wir zwei spielen jetzt erstmal die Zweier-Mission und wir werden vielleicht auch noch mit dann mit Freunden, wenn sie keine Lust haben, werden wir sie dazu zwingen, die übrigen heiß spielen. Oh, ich muss abbiegen. Hallo Lombank. Der hat noch kein GTA für den PC geholt, aber das wird er, denke ich, immer noch nachholen. Also ich denke mir auch nicht, dass er sich das gehen lassen wird. Oh. Mein Gott, jedes Mal, wenn ich mit dir irgendwie mitfahre, leckt das hier nur rum. Ja, und wenn ich bei dir saß, hat's auch umgeleckt. Ups. Ist das nervig. Es leckt gerade nicht, ich fahr so scheiße. Bei mir stehen wir. Another good question here. Full of good questions. You're like a child whose parents think it's clever or ich war das nicht. Und an sich, ihr könnt das alles auch aus Thorstens Perspektive sehen, unten in dem Dings verlinkt unter Bufanda. Ich bin gerade überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Genau. Wenn wir die 5 Heists abgeschlossen haben mit Vorbereitung und natürlich Endmission, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass wir noch normal GTA Online spielen sollen oder ob ihr irgendwelche Wünsche habt. Also so an sich, wir spielen auf alle Fälle GTA Online privat noch, warum auch nicht mit euch dann einfach zusammenspielen, beziehungsweise aufnehmen und mit euch sharen, also ist ja kein Umstand, denke ich mal. Müsst ihr halt einfach nur Bescheid sagen. Da kann man auch vielleicht schon vorher was bringen, muss ich die ganze Zeit nur heiß bringen. Und jo. Ja. Mal gucken, wer diesmal in der Kasse ist. Paul!
Paul ist an der Kasse. Ja, was denn? Was denn? So, Paul. Dafür steht Nina an der Tür. Ja. Kennen die ja mittlerweile alle schon meinen Namen. Der Penner hat das einfach mal voll reingefahren. Ich will gleich gucken, oder was da kommt, scheiß drauf. Hier, guck, Thorsten, das ist für dich. Ja. Bist du? Ja, sehe ich. Toll. Jetzt nicht mehr. Wegen dir müssen wir nämlich die Mission so oft machen. Nur wegen dir. Ja, weil ich das Ding hier nicht kann, weil ich weiß. Maximal deswegen noch, aber sonst. Ich hab den mit der Leuchtpistole gerade geschossen. Oh. Also Thorsten, ich glaube, ab jetzt, wenn wir GTA Online spielen, schießt einfach nur mit der Leuchtpistole rum. Du kriegst jedes Mal einen Lachkrampf. Ich will das ausprobieren. Scheiße, das ist zu tief. Nein. Ich will jetzt nicht sagen, aber wir haben einen Stern. Wir haben einen Stern. Den haben wir nicht. Toll. In dem Diamant hab ich das jetzt verkackt hier. Hast du keine Lust mehr gehabt jetzt gerade? I'm calling Paige. She's my assistant. First she's gonna get us what we need. She's gonna sell me in half. Okay. Die Pistole ist gleich alle. Na, la, la. Die Pistole ist alle. Ist das ein Trost? Die Pistole ist alle. Hey, da ist ein Auto gespawnt. La, la. Ist was? Oh, Mission fehlgeschlagen. Polizei wurde alarmiert. Upsi. Lade gleich meinen Bruder ein. War ich das? Spiel erst mal mit meinem Bruder. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Wie die letzten 20 Mal. Ups. Wie geblöd kann man eigentlich nur sein? Frag ich mich auch. Okay. 3, 2, 1, los. Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen mit euch jetzt GTA Online die Heist spielen. Ja, heißt ich wollen und der Befander. Was? Wollen wir das? Ja. Wollen wir? Ich? Ja. Wollen wir? Der Thorsten ist mittlerweile ziemlich an mir am Verzweifeln. Ich habe mir vorgeschnitten jetzt gerade ein paar Fails von uns. Es waren nur ein paar. Es waren nur ein paar. Es waren weitaus mehr. Aber gut. Wenn wir es geschafft haben, dann ist GTA schuld, dass wir es nicht geschafft haben. Also ich bin es nicht schuld. Ich habe jetzt leider eine Leuchtpistole mehr. Die ist nämlich jetzt leer. Aber wir werden es trotzdem nicht schaffen, weil GTA nein sagen wird. Deswegen, Thorsten, verzweifle nicht. GTA ist schuld. Ey, diesmal haben wir Kaffeebecher. Du bist doch gar nicht im Auto. Und sonst, ja, wir werden jetzt mit euch GTA Online, die heißt, spielen. Wenn ihr Lust habt, dass wir auch noch anderes GTA Online-mäßig spielen. Thorsten, wir kriegen gleich einen Stern, hör auf. Hallo, wir wollen das schaffen. Meinst du, wenn wir einen Scheiter fahren? Ja, ja. Thorsten, wir kriegen gleich einen Stern, kennt sich doch. Thorsten, willst du einen Stern kriegen, oder was? Ja, siehst du? Don't let the cops notice you. Das sagt der Richtige. Du musst abbiegen. Habt ihr das Gefühl, dass ich das hier versuchen will? Ist dir mal eigentlich aufgefallen, in der First Person ist das Bild immer so grün? Was? Von meiner Sonnenbrille. Funktioniert das ernsthaft? Warte mal. Ist es so? Das muss ich gerade nebenbei mal ausprobieren. Tut mir leid, Leute. Kann die gerade nicht runternehmen, die Glas, deswegen im Heist. So, kann ich nicht. Scheiße. Müssen wir ein bisschen einmal ausprobieren. Ups. Schön, dass wir hier mitten auf der Straße rumstehen. Wir stehen nicht mitten auf der Straße, das ist das Problem. Jetzt sind wir woanders.
Und an sich, die Heists werden auf alle Fälle Thorsten nicht spielen. Bei den Vierer Heists müssen wir mal gucken, ob wir irgendeinen unserer Freunde noch dazu animiert bekommen. Wenn nicht, werden sie einfach dazu gezwungen, wenn wir mal gucken. Und ja. Beim ersten Mal hast du noch bei dem Witz gelacht, Thorsten. Was? Beim ersten Mal hast du noch mit dem Witz bei dem Witz gelacht. Über welchen Witz? Das will ich ihm nur verlangen, zu zwingen. Ach so. Wir versuchen mir gerade den Stinkefinger zu zeigen. Und sonst, jedenfalls, der Dade, der würde sicherlich auch sehr gerne mitspielen. Problem ist, er hat leider noch nicht GTA für den PC. Deswegen, aber er wird sich das Ding sicherlich kaufen noch. Deswegen, er wird wahrscheinlich nachtrudeln oder wir werden einfach nochmal so GTA Online spielen. Und joa. Habt ihr irgendwas vergessen? Also, ihr könnt euch die ganze Geschichte auch von auf seinem Kanal angucken, unten in der Kanalbeschreibung drin. Wenn ihr Interesse habt. Denke mal, er hat vielleicht, weil er Fails sehr toll findet, noch ein paar mehr reingeschnitten als ich. Gut möglich. Mal gucken. Ey, Paul und Frank, Nina meine ich sogar. Nee, das ist nicht Nina, das ist ihre Schwester. Achso. Entschuldigung. Nina hat heute keine Zeit. Nina ist wieder auf dem Poster halbnackt. Ich finde auf dem Poster die Tante, die das Geld reinhält, die wirkt halbnackt. Ist wahrscheinlich auch nackt. Ja gut, ist Rockstar, ich bitte dich. Ich würde ja gerne nach links gucken, ob wir da abbiegen dürfen, warte mal. Hallo, ich will nach links gucken. Links ist frei. Okay. Ich hab's geschaut. Jetzt hab ich nach links geguckt, toll. Ja, was denn? Oh. Wir können auch Sterne kriegen, wenn ich scheiße, wenn ich die Leute umfahre. Hör auf, die Leute umzufahren. Ey, da ist ein Motorradfahrer. Farbe dir entsprechend der Verkehrsregeln. Neue Challenge für dich. Ein ganz normaler Tag in Los Santos, ohne Leute und okay. Ab jetzt. Ey, guck mal, ich krieg sogar RP dafür. Wer hast du jetzt umgebracht? Motorradfahrer. Gut, dass ich nichts sehe. Ganz normaler Tag in Los Santos. Dominik fährt alles tot. Nein. Ups. Ah, oh, meine Fresse, ist das wieder schlimm. Ja, gib mal Gas da. Hallo, grün. Meine Fresse. Habt ihr die U-Ampel verloren, ey? Das Gaspedal verloren. Ah, scheiß drauf. Wieder mal, wir fahren 60, glaube ich, ne? Weiß nicht, kann sein. Du kannst ja eh nicht 50 mehr. Mein Gott, nervt nicht. So. Schneller! Fahr schneller! Hallo! Pass mal da durch. Aber ja. Ich passe da durch. Siehst du? Ich halte dir wieder die Waffe an den Kopf. Das ist besser. Warte, mein Mund mal ganz rechts auf die Rätsel. Ganz rechts fahren. Bei mir hupst du und fährst gegen die Wand. If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then, when you go into the bank, you can choose one. Nein, das hat nicht geklappt. Wieso habe ich eigentlich keine Schallwämpfe auf meinen Pistolen? Ich hatte auch auf jeder Pistole Schallwämpfe. Ping? Komisch. Oh ja. Siehst du, guck mal, wie toll wie ich fahren kann. Du kritisierst mich. Wir haben nur die letzten Runden verloren. Wir stehen. Jetzt fahren wir. Wir sind voll am Fahren. Guck mal, was da vorne ist. Siehst du das? Die Autos verschwinden bei mir schon wieder im Boden. Siehst du die da ganz vorne? Welchen? Den da. Den, den ich gerade angeschoben habe. Sehe ich nicht. Und wir sind da rechts runtergerossen. Dem uns steht ein Motorrad. Ja. Ich bin gerade angeschoben. Ja, bei uns steht er noch. Jetzt ist er weg. Doch, gar nicht. Doch, der, den ich meinte, der ist jetzt weg, ist bis wieder gegen die Wand gefahren. Ich hab den nicht getroffen, den Motorradfahrer. Eieiei, ist das Spiel. Oh Gott. Ich finde, das macht Spaß. Ich finde das super, das Spiel. Ja, nach anderthalb Jahren hätten sie es auch mal fixen können. Drei Generationen. LOL! Dritte Generation und die haben es immer noch nicht hingekriegt. LOL! Ja. Was?
Das Auto gerade mit mich gespawnt. Dann hier, du hast schon wieder einen Stern. Nee, noch nicht. Ach, sehr Glück gehabt. Gleich da. Auf 500 Meter. Da habe ich noch viel Platz nach oben. Beispiel die Frau kann ich mitnehmen. Hey, Lady. Du hast einen Kaffeebecher auf deiner Seite stehen. Oder Cola-Becher ist heute weg. Kaffee. Ja, mach Plätze, du Arsch. Toll. Und Nest hat für mich nichts zu trinken mitgenommen, ne? Ups. Voll gemacht, Thor. Ich hab mal fast Stern bekommen. Was? Ich hab irgendwo in die Luft geschossen. Wir können aussteigen. Ich nicht. So, ich sitze jetzt im Auto. Jetzt. Jetzt bin ich draußen. Jetzt hab ich auch wieder einen Schalter einfach aus der Pistole. Juhu, wir können spielen. Wir sind weiter, Thorsten. Hm. Jetzt leckt's bei mir. So. Ich kann nicht ansteigen. Du. Wo bist du? Da unten bist du. Warte, ich komme. Warte mal, ich stell mich hin, dann dumpst du nicht, dass du mich umfährst. Wo bist du? Ich bin an der Mülltonne. Will ich nicht. Hinter dir! Hey, was denn? Wo bist du? Hinter dir, an der Mülltonne. Ich kann nicht einsteigen. Hey, ich seh dich nicht, wo bist du? Ich stand jetzt direkt neben dir. Wo denn? So, jetzt bin ich hinter dem blauen Auto. Ja. Ich steig doch ein. Ja, du stehst bei mir noch an der Mülltonne. Kann nicht. Steig ein. Hör mal auf, jetzt rumzupacken. Steig ein. Ich kann nicht. Jetzt bin ich drinne. Geht doch. Mein Gott. Oh, ist das... Oh. Ist der zu blöd zum Fahren, ey. Zu blöd zum Einsteigen. Schau dir das nachher an. Alter. Hab ich dich eigentlich einmal überfahren? Nee. Was? Ich dann zum Glück. Ich finde das echt super, dass man im Auto den Schalter einfach nicht mehr drauf hat. Jetzt, wo du es sagst. Deine Pistolen. Meine Pistolen sind alle normalerweise pink, nur jetzt nicht. Weil ich da Paging Kopf schießen kann? Gott, sieht die Scheiße aus. Warte, ich muss sie mir angucken. Ich kann sie mir nicht angucken. Moment, ich verstecken, ist mir so dunkel hier. Ich fahr auch echt neben so. Du hast gar keinen Führerschein. Ja, ich fahr ja echt neben so. Ey, jetzt hab ich aber auch gerade einen Sechsten. Alter, leckt das rum hier? Ich wollte schon sagen, Thorsten hat jetzt jedes Mal Angst, wenn ich einen Motorradfahrer überfahre. Motorrad? Du fährst bei mir nur gegen Wände und Bäume. Ja, dann bleibst du stehen und dann springen wir auch immer woanders hin. Ey, wegen Sinn. Angekommen. Bei mir stehen wir noch von einem anderen Jeep auf der Straße. Aber es geht gerade nicht vorwärts. Ja, jetzt doch jetzt. Stehen wir bei mir alle drauf von der Garage. Hi. Es geht weiter. Nichts zum Feld kommen, ne? Ja! Bestanden! Ja, Arbeit! Ich hab sogar Platin, Alter. Thorsten, du sagst doch mal, ich bin schlecht. Du bist doch das Startgeld. Jetzt, wegen dir mussten wir die ganze Zeit die Mission neu starten. Ja, klar!